Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ihr hört hier nur Rauschen. Und dazu diese Stimme, die ich mit einem Sprachsynthesenprogramm erzeugt habe. Das ist kein Fehler, sondern Absicht. Ich würde lieber eines meiner Stücke abspielen lassen. Doch das hat sofort zur Folge, dass die Automatismen von YouTube darin das geistige Eigentum von jemandem anders erkennen. Ich bekomme, wenn ich dann widerspreche, scharfe Warnungen angezeigt, die mir die Kündigung meines Nutzerkontos ankündigen. Ich bin das Leid. Es kotzt mich nur noch an. Am Rauschen wird niemand ein Urheberrecht haben. An einer Computerstimme auch nicht. Deshalb dieser Platzhalter für etwas Schönes, der nicht schön ist. Er zeigt euch, wie Inhalte im Internet ausgehen werden, wenn der Wahnsinn des geistigen Eigentums ungebremst weitergeht. Wer sich damit nicht abfinden will, sollte etwas gegen diesen Wahnsinn unternehmen. Und wer geistiges Eigentum behalten will, der behalte es einfach in seinem Kopf und sei glücklich damit. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.